Hallo ihr Lieben, Christian Schemeier, Paterfachungscoach, Psychologe und so weiter und so fort. Ja, heute haben wir, glaube ich, 3 Dating-Mails, die ich besprechen werde. Es geht um die Themen, ja, funktioniert nichts, mangelnde Anziehung, also die üblichen Sachen und noch was ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Aber ja, guckt es euch einfach mal an. Ihr habt gesehen, ich hatte ja 100 People-Pleaser-Kurse rausgehauen für einen halben Preis, wo es das noch mit dazu gibt umsonst als E-Book. Habe ich gesehen, dass die alle sind, habe ich nochmal 10 draufgepackt, wenn ihr da noch was haben wollt. Und am 14. Juni, weil es einfach so einen Bock gebracht hat und so viele Leute da waren, machen wir eine zweite Liebeschiff-Party in München. Findet ihr auf meiner Website unter Lesung. Letztes Mal waren die Tickets weit vorher ausverkauft, also haltet euch ran, mitten in München, ich habe die Straße jetzt gerade nicht im Kopf, aber die Location heißt irgendwie U-Event Location und 19 Uhr, aber steht alles auf den Lesungstickets, es wird wieder wie letztes Mal, werde ich auch ein bisschen was lesen, aber ich werde auch viel mit euch interagieren, Fragen beantworten, wir werden lustige Sachen machen, wie in Köln auch natürlich, aber auch andere Sachen, also wenn auch wieder in Köln wart, könnt ihr gerne nach München kommen. Genau, so. So, jetzt kommen wir aber mal zu den Dating-Mails. Und danke nochmal für die vielen schönen Bewertungen auf Amazon. Da freue ich mich sehr drüber. So, fangen wir einfach mal mit der hier an, würde ich sagen. Hallo Hemschi, danke für deine Videos und Kurse. Sie helfen mir weiterhin sehr. Ich habe aktuell ein Problem mit meiner fast zweijährigen Beziehung, also weiblich, und zwar erlebe ich aktuell einen persönlichen Beziehungsburnout. Ich mache gerade Therapie und vor einigen Wochen habe ich erstmal verstanden, dass meine Familie sich stets körperlich übergriffig verhalten hat. So habe ich allgemein ein Problem damit, meine Grenzen zu spüren. So stresst es mich jedes unerwartetes Anfassen kurz und ich brauche eine kurze Selbstregulation, dann kann ich aber körperliche Nähe genießen. Mein Partner braucht viel Körperkontakt, sehr viel körperliche Bestätigung. Und fasse mich deswegen ständig an. Ich habe mich die ganze Zeit dafür selber beschämt, dass ich jetzt nicht genießen kann. Ich muss einfach noch mehr an meiner Bindungsangst arbeiten. Dabei habe ich komplett übersehen, dass es mir immer zu viel in dieser Form war. Ja, das sind wir schon beim Thema, ich will jetzt nicht sagen, dass du ein People-Pleaser bist, aber das sind die Themen, die da besprochen werden. Dieses immer wieder versuchen, nett zu sein, keine Grenzen zu setzen. Letztlich auch in meinem Kurs für Co-Abhängigkeit und Bindungsangst ist das auch Großthema, dass man diese Grenzen setzen muss, sonst fuckt dich die Beziehung komplett ab. So, ne? Jetzt meinte er vor 2 Wochen, dass ihm die körperliche Nähe Initiative fehlt. Er möchte nicht immer auf mich zukommen. Dabei kann ich es gar nicht so genießen, wie er es sich vielleicht vorstellt. Also erstmal wichtig, das zu akzeptieren, so, ne? Also nicht drüber hinwegzugehen oder nicht zu sagen, das darf nicht sein oder so. Du musst das akzeptieren und auch ernst nehmen, ne? In dem Moment kam die Erkenntnis, dass ich einfach diesen für mich Grenzübertritt falsch interpretiert habe. Zudem bin ich immer diejenige, die alles organisiert, Initiative für Treffen, Unternehmung zeigt. Ja, was sagt uns das? Also neben allen deinen Themen sagt uns das, dass er nicht in der männlichen Polarität ist. Das ist schon, also, das ist so schwierig. Ne? Also, gerade wenn man so Bindungsthemen hat, sollte am besten alles passen. Ne? Also, Partner ist polar, für man vielen attraktiv, dass man wirklich sagen kann, okay, was da jetzt noch übrig ist, das müssen wir mit Kommunikation lösen oder muss ich für mich gucken. Das ist nicht gut, ne? Ich meine zu ihm, dass ich keine Energie habe, immer in diesem Punkt hinterher zu laufen. Ja, wie sagte mein Dating-Coach früher immer, needy people wear you out. Also das heißt so viel, bedürftige Menschen, ja, erschöpfen dich auf die Dauer. Ja. Nicht, dass das jetzt toxisch wäre oder so, gar nicht, ne? Aber ja. Das habe ich so oft in so vielen Beziehungen gemacht. Seitdem befinde ich mich in einer Art Burnout-Modus. Ja, das kommt, also einerseits, dass er zu viel an dir dranhängt, andererseits, dein Thema ist, dass du diese Grenzen nicht setzt. So, ne? Jetzt kann man sagen, das Thema jetzt wäre in jeder Beziehung, könnte man jetzt sagen, ja, muss ja sowieso angehen, verstehst du, was ich meine, und kann ich es auch hier noch ein bisschen üben irgendwie.
Man kann aber auch sagen, das muss letztlich du entscheiden leider, Match ist jetzt doch nicht so gut. Also du bist ja auch über diese magische 200-Tages-Grenze rüber. Also das ist jetzt einfach nur so Bindungsangst, ist glaube ich auch nicht. Du kannst auch sagen, boah, nee, also ein Partner, der mich jetzt so viel Körper, also es sind ja nicht alle Männer so, ne, so viel körperliche Zuwendung braucht, ist vielleicht nicht so ideal. Leider das, was man selber nicht so gut haben kann, kriegt man auf der anderen Seite dann immer im Extrem. Leider kriegen wir immer so das Gegenteil präsentiert in Beziehungen. Aber angehen musst du sowieso, deswegen könntest du auch noch üben, noch mehr zu kommunizieren. So, ne? Ich habe keine Lust, ihn zu sehen, Zeit mit ihm zu verbringen. Er bekommt sofort schlechte Laune. Aber das hört sich natürlich echt nicht gut an. Ne? Habe keinerlei Energie für unsere Beziehung übrig und kann ihm auch keine Fehltritte mehr verzeihen. Ich vermute mal, du meinst so Kleinigkeiten. Wie, dass er sich abfällig über das Unternehmen geäußert hat, für das ich arbeite. Okay, das ist natürlich auch doof, ne? Wir sprechen offen darüber, aber wirklich eine Lösung finden wir nicht. Was macht man da? Gut, also ja, tatsächlich sind ja für Langzeitbeziehungen, sind ja wirklich ganz viele Tipps in meinem Buch drin auch. Also das würde ich dir auf jeden Fall auch mal ans Herz legen. Wie gesagt, gibt es auf Amazon und auf meiner Website. Und also ich denke, wenn... Also, du hast da so gar keine Lust mehr, so, ne? Das ist natürlich echt schwierig. Also, da könnte man natürlich schon mal sich auch mal vielleicht 2 Wochen gar nicht sehen, so gar keinen Kontakt, dass du mal guckst, ob du ihn dann vermisst, so. Weil man sollte sich auch nicht zu viel vornehmen, was so Kommunikation angeht, ne? Also, wenn man das Gefühl hat, boah, das haut gar nicht hin und ich bin so völlig über den Punkt drüber, weiß ich nicht, ob das jetzt noch so zu retten ist, aber du solltest, unabhängig davon, solltest du unbedingt sehen hier, dass du von Anfang an mehr kommunizieren musst, ne? Auch in zukünftigen Beziehungen, weil das kann ja wieder passieren, dass du sagst, hey, ich muss einfach die Klappe aufkriegen und sagen, das ist mir zu viel, das möchte ich nicht. Natürlich im Gespräch jetzt nicht so als, dass du jetzt die Beziehung dann komplett definierst und dass du halt darauf achtest, dass der Mann ein bisschen mehr in der Polarität ist. Aber ja, das könnten wir vielleicht machen nochmal. Zu sagen, ich will jetzt nicht sagen Probetrennung, aber einfach mal sich mal eine Zeit lang nicht sehen und mal gucken, wenn du dann nach 2 Wochen immer noch sagst, boah, ich habe überhaupt keinen Bock, ihn zu sehen, ich glaube, dann hat es auch irgendwie keinen Zweck. Okay, kommen wir mal in die nächste Mail. Könnt ihr mir übrigens schicken, solche Fragen über ein Formular auf liebische.de. So, wieder von Anna Tefkula, eine andere weiblich gelesene Person. Hallo Christian, ich hätte mal eine grundsätzliche Frage zu Umprogrammierung des Liebeschips. Wenn du neue bist, ich weiß, es kommen immer wieder neue, das ist mein Hauptprogramm auf liebische.de, Veränderung deines Beuteschemas. Bei Anfang 30 sehr normal, attraktiv aus, habe mehrere tolle Jobs, einen großen Freundeskreis, super viele Hobbys. Wofür brauchst du einen Partner? Sei froh. Das, da muss man manchmal auch froh sein, was man hat. Nee, Spaß, aber super, das ist so gut. Also insgesamt absolut nice, geiles Leben. Trotzdem seit vielen Jahren Single. Ja, da wollte ich auch noch mal, stellt mir auch mal gerne viel Fragen zu eurem Single sein. Ich wollte da vielleicht mal auch mal einen neuen, entweder mal so einen großen Single-Kurs machen oder vielleicht auch noch mal ein zweites Buch in meiner Reihe schreiben. Freue ich mich über eure Impulse und Fragen und Meinungen dazu. Weil ich sehe das immer mehr auch auf Social Media, dass Leute sagen, sie wollen einfach, das hast du jetzt nicht, aber viele auch sagen, sie wollen einfach auch gar nicht mehr, haben keinen Bock mehr auf Partnerschaften und das Single-Sein nimmt ja dramatisch zu. Also ich finde das ganz spannend, freue ich mich auf jeden Fall über eure Storys. Arbeite seit 7 Jahren regelmäßig mit einer Therapeutin, habe Familienaufstellung gemacht, mit spirituellen Heilern gearbeitet. Hast du dann auch mit Jürgen Zietlow gearbeitet? Dann freue ich dich natürlich. ja, Spaß. 2 deiner Kurse gemacht. Hast du denn auch den Dating-Kurs gemacht? Das muss ich dich jetzt leider fragen, weil ohne, also das sollst du natürlich mindestens ausprobieren. Jeden Content zum Thema Beziehung, Bindung, Dating auf YouTube gesehen. Trotzdem will der Knoten nicht platzen. Ich lerne im realen Leben, obwohl ich durch die Arbeit viel Kundenkontakt schlicht gar niemanden mehr kennen. Das sagen viele, das haben auf der libysche Party auch viele gesagt, das haben wir auch besprochen da, meine ich zumindest, dass durch die gesellschaftlichen Veränderungen auch Männer zunehmend das Gefühl haben, sie begehen Kapitalverbrechen, wenn sie eine Frau ansprechen. Also das ist leider Folge dieser ganzen woken Pseudo-Linken. Für mich ist das gar keine linke Politik, aber so Pseudo, für mich ist das... na gut, wollen ja nicht politisch werden. Ganze pseudo-linke Politik, wo
Ja, oder auch gesellschaftlichen Strömungen, wo keiner sich mehr irgendwas traut. Und das haben wir jetzt davon, ne? Das ist super, richtig geil. Ja, also da kannst du natürlich nichts dran machen. Ansonsten gibt es da, wie gesagt, die Themen in meinem Dating-Kurs, dass du vielleicht überlegen kannst, erstmal, was für eine Energie strahlst du so aus und lädst du Männer auch genug ein, dich anzusprechen, so, ne? Ich sage jetzt bewusst nicht, dass du Männer ansprechen sollst, das war, davon halte ich einfach nicht viel. Kannst du natürlich machen, aber also ich habe jetzt nicht, dass Frauen nicht das nicht dürfen oder so, falls das vielleicht jemand denkt, aber es führt häufig dazu, dass man bindungsängstliche, unpolare Männer anzieht. So, ne? Auf Online-Plattformen werde ich selten mal angeschrieben oder es wird geantwortet, aber eigentlich nie nach einem Treffen gefragt. Ja, auch da kannst du natürlich arbeiten. Ich kenne jetzt dein Profil nicht. Vielleicht kannst du dein Profil aufmotzen. Meine Freundin fragen, sagen, hey, kann ich dein Profil was ändern? Plattform mal wechseln. Wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie eine. Bin da auch zu lang raus. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Gefühl habt, es gibt eine Plattform, die irgendwie besser funktioniert. So, ich weiß, dass ich grundsätzlich ein vermeidendes Verhalten habe, aber eigentlich arbeite ich stetig dran. Mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich mich frage, gibt es eigentlich Fälle, die, egal wie sehr sie heilen und ihren Mustern arbeiten, nicht beziehungsfähig werden können? Naja, also du hast ja keine Beziehung, von daher weißt du gar nicht, ob du nicht beziehungsfähig bist. Also du hast ja ein Dating-Problem, ne? Das ist ein Riesenunterschied. Lässt sich die Vermeidung ganz aufheben? Also erreichen kann man eigentlich alles, aber ich komme da gleich nochmal zu. Freue mich über eine Antwort und schicke dir ganz liebe Grüße aus dem äußeren turkmenistanischen Tal nach Bayern. Ja, also was ich dir empfehlen würde, immer wenn ich lese, ganz viel gemacht. Also jetzt vielleicht ein Tipp, der dir nicht gefallen wird, aber ich würde es mal ausprobieren. Ich würde mal alle Versuche lassen für eine Zeit lang. Also wenn du jetzt natürlich in einer laufenden Beratung bist, dann machst du es natürlich weiter. Aber ich meine nur so diese Idee, also alle Versuche, dieses dich zu ändern und dein Muster zu ändern, würde ich mal eine Zeit lang lassen. Also quasi, das ist diese Analogie, die ich immer wieder habe mit ein Auto, was sich festgefahren hat im Schnee. Du fährst ja auch nicht immer nur rückwärts. Du fährst vorwärts, du fährst rückwärts, du fährst vorwärts, du fährst rückwärts und so ruckelst du dich raus. Und manchmal strengt man sich auch zu sehr an, so, ne? Da gibt's auch, das ist auch so eine, das habe ich auch in irgendeinem, ich glaube, kannst du das in meinem Manifestationskurs ist oder im Glückskurs, ich weiß nicht genau. Wie heißt das nochmal? Das Gesetz. Ich weiß nicht genau den Namen, aber es gibt so ein spirituelles Gesetz, dass bei Sachen, wo man sich zu sehr anstrengt, dass man das dann nicht erreicht. Hat so einen griffigen Namen, aber ich komme gerade nicht drauf. Naja, und es gibt ja auch diese Idee in diesen ganzen AA-Gruppen, da ist ja auch diese Idee von diesem Surrendering, ne? Das kann man so im Deutschen nicht so perfekt übersetzen, dieses, es ist kein Aufgeben, es ist so ein Loslassen und zu sagen, hey, diese ganze Anstrengung, also so ein, wenn man das so spirituell angehen würde, würde man sagen, durch dieses sich anstrengen, signalisierst du eigentlich die ganze Zeit dem Universum gegenüber so einen Mangel, dass du nicht gut genug bist, so, ne? Und das kriegst du quasi wieder reflektiert. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt nur eine Idee, ne? und dadurch, dass man sagt, hey, ja, ich habe den Wunsch, ich will eine Partnerschaft haben, aber ich lasse es los und habe auch keinerlei, überhaupt keine Erwartungen, dass irgendwas passiert. Das gilt so als manifestationsmäßig besonders günstig, so, ne? Und aber auch das ist der schwierige Punkt, irgendwas zu wollen und trotzdem keinerlei Erwartung zu haben. Aber da ist manchmal ganz gut dieses Loslassen, so, ne? Gut, schaffen wir dann noch eine dritte. Wie lange haben wir denn hier schon? 14 Minuten, okay. Könnt auch gerne mal schreiben, ob ihr lange oder kurze Videos besser findet. Gut, wieder weiblich gelesen, wie man es heute so schön sagt, als Frau Männer ansprechen. Hey Christian, in deinem Datingkurs für Frauen sagst du, dass es polar ist, wenn der Mann die Frau anspricht. Und eigentlich finde ich es auch schöner. Aber das ist, wie gesagt, kein Gesetz jetzt. Ich will euch einfach nur helfen, nicht bergauf zu schwimmen, ne? Also, könnt alle machen, was ihr wollt, ne? Da ich aber ein introvertierter Mensch bin und auch oft keine Lust drauf habe, bin ich weder im Verein, noch habe ich in meinem kleinen Freundeskreis Männer.
Kann ich total nachvollziehen. Ist auch meine Introversion, wird auch immer schlimmer von Jahr zu Jahr, ey. Gott, das ist echt furchtbar. Auf Online-Dating habe ich auch verzichten, da kommt einfach nichts übrigens zustande. Ich habe bemerkt, dass ich mich oft unwohl damit fühle, wenn mich Männer zum Beispiel auf der Straße ansprechen. Also du wirst angesprochen. Das ist schon mal super. Gut, dann machst du auf jeden Fall schon mal was richtig da. Weil ich dann das Gefühl habe, dass es Profis oder Pickup-Artists sind. Naja, du musst wirklich gucken, bist du jetzt in einer Fußgängerzone in einer größeren Stadt und kannst dich auch mal umdrehen und also ich glaube schon, dass man da so ein Gefühl für kriegt, ob das Pickup-Artists sind, weil die machen ja auch, also erstmal wirken die häufig sehr nerdig und wenn man sich dann vielleicht umguckt, sieht man, boah, die stehen da immer noch rum, sprechen die nächste Frau an oder arbeiten mit irgendwelchen Tricks, also das kann man schon rauskriegen, aber ich verstehe den Punkt, aber wenn ich jetzt jemand irgendwie, wie soll ich mal sagen, beim Wasserholen im Fitnessstudio anspricht, dann würde ich nicht gleich denken, das ist ein Pickup-Artist. Also da siebst du zu sehr aus, so, ne? Also das Ansprechen werden ist dann sicher okay, aber danach fange ich mich an zu fragen, ob es einer war, weil das jetzt echt schon einige Male vorkam. Wie gesagt, die hängen häufig in der Innenstadt rum, also würde sagen, sobald das nicht in der Innenstadt passiert, ist die Wahrscheinlichkeit schon deutlich geringer. Also das angesprochen werden ist natürlich okay, aber danach fange ich mich an zu fragen, ob es einer war, weil ich das echt schon einige Male erlebt habe, dass solche Männer sich im Nachhinein als sehr unangenehm entpuppt haben. Ah, schade, tut mir leid, ja. Ja, ich verstehe das Problem auf jeden Fall. Und die ganze Zeit draußen rumlungern? Nein, du sollst ja nicht rumlungern, du sollst... Also du kannst ja überall angesprochen werden, bei Starbucks, in der Schlange, im Supermarkt. Also es geht da nur darum, irgendwie auszustrahlen, ja, ich bin ansprechbar, aber du sollst jetzt nicht irgendwo extra hingehen, ne? Also du kannst natürlich mal auf eine, weiß ich nicht, wie alt du bist, Ü20, Ü30, Ü50 bei dir sonst was gehen, aber, oder was weiß ich, also natürlich macht das schon Sinn, sich irgendwo, aber nicht nur, um jemand kennenzulernen, das, so ist es eigentlich nicht gedacht, ne? Irgendwelche Dinge zu übernehmen, obwohl ich nicht der Typ dafür bin, nur um dann eventuell von einem Mann angesprochen zu werden, das sollte... Und der sollte mir auch noch gefallen, das ist mega anstrengend. Ja, Dating ist nicht leicht heutzutage. Und dann soll mir der ja auch noch irgendwie gefallen. Also trotzdem macht es Sinn. Ich würde es nicht machen, nur um jemanden kennenzulernen. Aber du kannst natürlich da, wo du bist, weißt du, was ich jetzt schon gesagt habe, okay, du machst nichts, aber irgendwo wirst du ja sein. Also natürlich erhöht man die Chancen. Vielleicht kann man sich ja auch mal einen Ruck geben. Und du sagst, ah, ich wollte schon immer mal Badminton spielen oder so. Also natürlich kann man so das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, sage ich mal. Klar, je mehr man zu Hause rumhängt und dann noch sagt, kein Online-Dating, umso schwieriger wird es natürlich, klar. Ne? So. Jetzt habe ich mir überlegt, das einfach selbst in die Hand zu nehmen. Nicht auf jede Art, nicht auf die Art, hey, du bist mir aufgefallen, bla bla, sondern einfach... mal einen Smalltalk starten. Das ist absolut in Ordnung. Gute Idee. Im Zug eine Frage über das Buch zu stellen, was der andere liest, oder im Park einfach zu fragen, ob ich mich setzen kann. Und, das ist absolut in der weiblichen Polarität. Das kannst du machen. Das ist so, das ist ja so auf sich aufmerksam machen. Das ist weibliche Polarität. Also das ist auch ein guter Punkt, dass ich das hier nochmal sagen kann. Das ist eigentlich eine gute Idee. Absolut. Und dann sollte der Mann das ja raffen. Finden Männer, die einigermaßen polar sind, sowas in der Regel abstoßen? Nee, auf gar keinen Fall. Könnten höchstens Bindungsängstler abstoßen finden, aber die willst du ja eh nicht daten. Aber selbst da, nee, da kannst du, glaube ich, nichts mit falsch machen. Ich möchte nicht in dieser passiven Position bleiben, weil man dadurch immer auf das Ansprechen des Mannes angewiesen ist. Ja, also sich auf die gleiche Parkbank zu setzen, ist ein super Beispiel für weibliche Polarität, ne? Habe ich auch schon erlebt in meinem Leben, dass Frauen, also als Frauen das so machen, auch so gar nicht, die gar nicht so nach, also offensichtlich gar nicht nachgedacht hat, sondern einfach, ups, warum sitze ich denn hier jetzt neben dem? Ja, absolut, gute Idee. Weil man durch das auf das Ansprechen des Mannes angewiesen sich auch nicht aussuchen kann, wer einen anspricht. Doch, du sollst ja aussuchen, wir haben Female Choice bei Menschen. Und genau durch solche Aktionen suchst du aus, ne? Ja. Alles gut. So. Gut, haben wir, glaube ich, beantwortet. Kannst du machen. In diesem Sinne, mach die fucking Kurse. Hoffe, wir sehen uns auf der Liebeschi-Party in München. Wird wieder episch werden. Und bis bald. Ciao, ihr Lieben.
Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian, Paartherapeut, Beziehungscoach. Das ist mein neues Buch. Kommt jetzt auch bald als Hörbuch raus, habe schon aufgenommen zumindest. Mal gucken, wie schnell das geht. Und ja, heute reden wir mal über den modernen Mann. Den modernen Mann und warum das alles nicht so funktioniert. Verweise auch auf meine Datingkurse und die Arbeit zur Polarität. Er hat auch neulich wieder ein paar, wo die Frau auch wieder gesagt hat, sie kann es einfach nicht ab, wenn ihr Mann nicht hinter ihr steht, nicht tough ist. Und ich weiß gar nicht, warum nur alle immer so gegen anspringen. Aber wir haben heute wieder eine spannende Mail. Ja, solche Nachrichten kannst du mir schicken über ein Formular auf liebeschipp.de. Ja, heute haben wir mal eine Mail zum Thema, wenn einem Männer nicht männlich genug sind, was es eigentlich gar nicht geben sollte, vor allen Dingen jetzt, wo wir das Selbstbestimmungsgesetz haben. Also wir dürfen ja nicht mehr entscheiden, welches Auto wir fahren, welche Heizung wir einbauen, ob man ein Haus baut oder wie auch immer. Alles wird geregelt, wie wir reden. Aber man darf jetzt einmal im Jahr, darf ich jetzt mein Geschlecht ändern und kann dann mit meinem besten Stück irgendwie in eine Frauenumkleide rennen und da in die Dusche gehen. Und wenn ich dann auch falsch angesprochen werde, dann gibt es noch 10.000 Euro Strafe. Ey, was für ein faschistischen Landlehen. Sorry. Und es werden noch nicht mal bekannte Straftäter in diesem Bereich werden nicht mal ausgeschlossen. Es ist einfach verrückt. Außer wir haben Krieg und die Männer werden eingezogen. Da sind sie da Männer. Sorry, es ist einfach gut. Aber die echten Probleme brauchen wir ja nicht angehen. Ne? Sowas und natürlich Drogen legalisieren. Das ist mein Humor, aber fangen wir jetzt mal an. Wo sind wir jetzt? Also, hallo Hemschi, ich habe heute eine Frage, von der ich nicht weiß, ob du sie schon beantwortet hast. So verwirrt bin ich. Ich bin ein weiblicher, co-abhängiger Minuspol. Für dich haben wir ja Modul 4, ne? Co-abhängige Bindungsangst. Ende 40, der versucht, seine Mauern abzubauen und in seine Mitte zu kommen. In den letzten Monaten treffe ich gefühlt vermehrt auf extreme Pluspole. Das beschreiben viele auf diesem Liebeschip-Weg, dass sie, wenn sie sozusagen keine Narzissten mehr daten, dass sie dann an extreme Pluspole kommen erstmal, bis man auch das natürlich ablehnt. Außerdem, bei dir kann man sogar noch sagen, du ziehst sie ja vielleicht sogar an, wenn du sagst, du bist eher so im Minus. Das ist ja das Komische, dass immer wenn Menschen, wenn irgendwas leicht zu haben ist, was ja eigentlich gut ist, dann schätzen wir es nicht wert. Aber wenn du jetzt so ein bisschen machst auf hard to get irgendwie, dann bist du interessant, ne? Schon auch interessant, ja. Gut. Ich frage mich, ob ich das vorher nicht so wahrgenommen habe oder ob es ein neuer Trend ist. Ich habe diese Männer übrigens alle offline kennengelernt. Einer von ihnen, also erstmal gut, dass du das so gut offline kennenlernen kannst. Einer von ihnen, mit ihm war ich letzten Sommer 200 Monate zusammen, hat seine Pluspoligkeit sogar so professionalisiert und war, ich will jetzt mal den Beruf nicht nennen, hat so einen etwas servilen Dienstleistungsberuf, sag ich mal, ausgeübt. Ja, gut, muss es vielleicht auch geben. Dann im Januar ein anderer, im März der nächste, der dann sofort anfangen wollte, dieselbe Sprache zu lernen wie ich, dasselbe Hobby anzufangen wie ich und sogar vorschlug, in meine Stadt zu ziehen, damit wir uns näher kennenlernen können. Da war lieb zwischen uns sogar jetzt. Also sorry, das ist echt needy as fuck, wirklich. Das ist echt Next Level Co-Abhängigkeit. Aber was wundern wir uns? Wir kriegen das ja reingedrückt, Männer und Frauen gibt es nicht mehr. Alles egal. Aber wenn es das nicht mehr gibt, dann frage ich mich auch immer, wo man da ein Gesetz zu machen muss. Aber gut. Gibt's alles nicht mehr. Männer dürfen alle emotional und weich sein und wie Frauen. Und das finden wir natürlich alle gut. Und das ist ein riesen Fortschritt in der Gesellschaft. Ja, aber sobald ich die Leute hier habe oder vor mir sitzen habe, in einer Einzelberatung oder Paarberatung, sagen die, es fuckt sie total ab, wenn Männer nicht so sind, wie Männer eben sind. Und das ist, gibt es ja auch tonnenweise Studien zu, es wird natürlich alles ignoriert vom Mainstream, dass das auch eben Sexualstrategien sind, die über Sexualhormone vermittelt werden. Und dass das, da kannst du den ganzen Tag deinen Kopf gegen die Wand schlagen. Und trotzdem finden die, also vielleicht nicht alle, aber die meisten Frauen finden eben taffe Männer besser als Männer, die irgendwie weich sind. Ne? Das sage ich ja auch in meinen Datingkursen, auch vor allen Dingen für die Männer.
dass sie eine Mission haben sollen. Da kommst du, also wenn du eine Mission hast, du musst die Welt retten und was weiß ich, entwickelt irgendwie, was weiß ich, irgendeine neue Lösung für die Menschheit oder so. Dann hast du keine Zeit, in eine andere Stadt zu ziehen, wie eine andere Frau, mit der noch nicht mal was gelaufen ist. Aber gut, ich höre das relativ häufig. Wir müssen auch einfach mal sagen, dass das Dating-mäßig nicht funktioniert, dass die Männer auch nicht immer denken, das wird funktionieren. Ich verstehe es auch nicht, ey. So. Ich bin erschrocken und erstaunt. Sind heutzutage alle Männer dermaßen needy? Ja, das ist, wird sehr gepusht vom, wie soll man sagen, vom Mainstream. Warum auch immer. Ich verstehe es echt nicht, aber es wird eine Gegenbewegung kommen, da bin ich mir ganz sicher, und die wird drastisch sein. Also kann man echt die Uhr nachstellen. Die wird echt drastisch sein. Also je länger das dauert, umso drastischer wird die Gegenbewegung sein. Weil das ist einfach nur Irrsinn, ne? Das ist halt mal gerade ein paar tausend Jahre her, bis wir nicht mehr in der Savanne leben. Und da war eben, dass der Mann konfliktfähig ist, seine Familie notfalls verteidigen kann. Das war absolut entscheidend fürs Weiterkommen der Art. Und das kannst du nicht von heute auf morgen abstellen, ne? Ich bemerke auch bei mir folgendes Dilemma. Ich bin eigentlich ein eher stiller Typ, kann aber in Situationen, in denen ich mich super wohlfühle, extrem aufdrehen. Einfach aus Lebensfreude, aus Lust, aus Spaß, aus Glück. Ja, das lesen wir ja selten hier sowas. Good for you. Ja, vielleicht bist du auch, es macht es sicherlich auch leicht, Männer kennenzulernen, weil du dann eine gute Ausstrahlung hast und vielleicht auch mit diesem, also dieses Ausstrahlung haben und gleichzeitig aber so ein bisschen hard to get, ne, also schwer zu kriegen, ist sehr attraktiv so, ne, aber ist nichts falsch dran. In diesen Situationen wirklich sehr strahlend und sehr anziehend, weil ich eben sprühe und glühe und eine Wahnsinnspräsenz habe. Das wurde mir auch schon oft zurückgemeldet. In diesen Situationen, ja, das zieht natürlich auch dann Menschen an, da musst du halt wirklich aufpassen, die vielleicht nicht so strahlend sind. Weil das Universum matcht ja immer so im Ausgleich. Es kann auch nicht die Konsequenz sein, dass ich meine Freude verberge, nur um keine bedürftigen Männer anzuziehen, oder? Nee, aber ist ja, du kannst ja sagen, es ist mir egal, was ich anziehe. Ich wähle auf, du scheinst ja eine Wahl zu haben und diese Wahl kannst du ja ausüben, ne? Du kannst ja wählen, wenn du datest. Muss die Männer ja nicht daten, ne? Also muss man auch aufpassen, dass man nicht in so ein Opferding geht, sondern dass man einfach sagt, hey, ich kann das ja entscheiden. Also wenn ich die falschen Männer date, dann, ja, vielleicht ist die Gesellschaft kaputt, aber trotzdem muss ich Verantwortung übernehmen für meine Wahl. Ne? Es gibt ja auch durchaus andere. Ne? Warum können Männer es nicht einfach genießen, wenn eine Frau gut gelaunt in ihrer Kraft ist und ihr nice guy das Leben genießt? Aber wieso sie genießen es doch? Sie wollen dich doch haben. Also damit sagen sie doch, dass sie es gut finden und sie wollen sozusagen dich mit dieser Energie haben. Oder habe ich das irgendwie falsch verstanden? Ich muss gestehen, dass dieses pusswürdige Verhalten mich auch körperlich richtig gehend anekelt und ich am liebsten schreiend weglaufen möchte. Ich muss auch sagen, ich habe ja so verschiedene Phasen dieser Arbeit. Ich bin auch in so einer Phase, dass ich manchmal denke, ey, boah, Pluspole sind manchmal echt noch schlimmer, wirklich. Also sie manipulieren vielleicht nicht so viel, das stimmt, aber wir haben auch gestern diesen Film geguckt von Amy Winehouse, da mache ich vielleicht auch nochmal ein Video drüber, wenn euch das interessiert, weil die war ja auch scheinbar in einer sehr toxischen Beziehung. Aber so, also mich hat gestern das sehr akkurat ist, mich hat weniger, das ist natürlich auch scheiße, also dieser Typ gestört, der sicherlich ein richtig klassischer Bad Guy war, aber mich hat ihre Pluspoligkeit, diese Liebessucht und dieses, oh, das hat mich auch so hart getriggert, ey. Also vielleicht auch, wenn man das selber auch schon mal gekannt hat im Leben und so, das ist einfach verrückt. Ich verstehe, dass die Männer das machen, um ihre Sympathie zu zeigen und Nähe herzustellen. Ja, aber das ist kein geeigneter, deswegen macht die fucking Datingkurse, ne? Da habe ich das alles thematisiert, weil für Männer ist halt besser, also der Mann ist der Berg, sag ich mal, und die Frau oder die weibliche Energie flattert sozusagen drumrum so, ne? Also die Frau kommt eigentlich auf den Mann zu und nicht umgekehrt, ne? Der Mann macht dann zwar die Schritte, wenn die Frau gesagt hat, hey, ich finde dich cool, wir haben ja auch Female Choice, aber nicht umgekehrt, ne? Also die, so als cooler Mann, machst halt dein Ding, du bist da auch mit dir im Club oder was weiß ich,
Und du hast halt selber eine coole Ausstrahlung als Mann und dann kommst du schon auf ihn zu und er macht dann die nächsten Schritte. So sollte es eigentlich sein, aber wie gesagt, wenn der Mann die Frau rechts überholt, kommt es total gegen die Polarität und killt für die Frau den Vibe. Ne? Ich verstehe das, ja, ich freue mich, dass ich es fast immer schaffe, nicht sofort zu reagieren, sondern die Situation erstmal am besten über Nacht zu betrachten und dem betreffenden Mann halbwegs empathisch in die Wüste zu schicken. Ja, alles gut, was ich sehr schade finde, weil es wirklich nette Typen sind. Ja, aber nett, sagt mir immer, ist die kleine Tochter von Scheiße, ne? Also, ist ein bisschen verwirrend, weil nett ist eigentlich völlig in Ordnung, aber unpolar ist nicht in Ordnung, ne? Du kannst polar sein und trotzdem, wie soll ich mal sagen, nett ist halt das falsche Wort vielleicht, und trotzdem galant und zuvorkommend und aber in der richtigen Situation kannst du halt umschnipsen auf, was, du willst mich blöd anmachen, willst meine Frau, Freundin blöd anmachen, ey, okay, du kriegst jetzt echt Probleme mit mir, also kannst du umschnipsen und bist eben nicht mehr nett, so, ne, also du hast diesen Range zur Verfügung, ne, und du meinst wahrscheinlich jetzt Männer, die diesen Range auch gar nicht haben, sondern die immer auch aus so einer Pluspoligkeit nett sind, aber wie gesagt, vielleicht spiegelt das auch noch, auch vielleicht ein Zeichen in dir, Reste, Co-Abhängigkeit, du sprichst selber davon, abzubauen, dass das Universum dir das nicht, also manchmal spiegelt das Universum einem das Gegenteil zurück, manchmal das Gleiche so, vielleicht auch richtig, das auch abzubauen und auch zu überlegen, welche Signale, also sende ich Signale aus, vielleicht auch nicht, ne? Und dass du auch die richtigen Signale an die richtigen Leute aussendest, das wäre natürlich auch ganz gut vielleicht, aber klar, wenn du interessant bist, ja, dann zieht man natürlich Leute an, aber ich würde trotzdem, diese Anziehung, die man hat, hat es auch immer mit einem selbst zu tun, deswegen, auch wenn es manchmal unangenehm ist, würde ich schon weiter gucken und natürlich immer wieder im Universum sagen, das will ich nicht haben, ne? Würde mich freuen, wenn du einen Rat für mich hättest. Ja, ich würde tatsächlich auch in dir weiter Pluspoligkeit abbauen und ja, dir vielleicht mal aufschreiben, was wieder Mann sein soll, den du kennenlernen willst. Das ist auch, haben wir auch gerade die Manifestations-Challenge, da sind auch Partnergeschichten dabei. Sich wirklich mal an das Universum oder auch, wenn ihr nicht an Manifestation glaubt, an die Psyche glauben, dass wenn ich meine Psyche ein Suchbild gebe, dass sie es dann auch leichter findet. Ne? Du musst vielleicht mal genau definieren, was du eigentlich suchst. Ne? Muss ich meine Freude verbergen? Nee, es hat damit sicherlich nichts zu tun. Ne? Wie gehe ich mit Männern um, die ein solches Verhalten zeigen? Ja, nett in die Wüste schicken. ja. Sind solche Beziehungen irgendwie zu retten? Nee. Also klar, wenn eine Beziehung schon lange läuft, dann kann man das dem Mann natürlich sagen, ne? dass man sagt, hey, ich glaube, du bist ja nicht mehr top of the game gerade, kannst du mal irgendwas machen. Nee. So, jetzt in der Dating-Situation ist da nichts zu retten. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir einen schönen Frühling. Ja, drück mir mal die Daumen, ich will nochmal in Schnee. Liebe Grüße an dich und deine Liebste von der Ostsee von Xandrevkola. Okay, ist auch ein interessanter Name, ne? So, in diesem Sinne würde ich sagen, mach die feinen Kurse, ne? Und vielleicht gehe ich auch mal wieder live die Tage.